Das hier ist die Dunkle F1X, eine Tasche, die sich aufgrund ihres Volumens, ihrer Größe hier als Produktfilmer immer in den Wahnsinn treibt. Weil das gute Kind muss ja auch ordentlich bestückt werden. Ich zeige die mal eben hier von allen Seiten. Also wirklich schon eine Tasche der etwas größeren Art. Im typischen Dunkel Classic Bag Design mit eingebügter Chromierung im Tragegurt. Ich werde jetzt einfach mal die Tasche aufmachen und dann werden Sie einfach mal gucken, was da so alles drin ist. Gesichert mit Karabinerhaken, die man einfach lösen kann. Dann haben wir hier einmal die Tasche aufgeklappt. Das absolut Wichtigste überhaupt, das Innenleben. Eine Fächertasche, die ein Polster-Inlet hat, was man also mit Klettverschlüssen individuell einteilen kann, wie man auch die Fächertasche selbst halt eben so verschieben kann, wie man das ganz gerne möchte. Ist ebenfalls mit Klettverschlüssen gesichert. Meiner Meinung nach ist die Wahl, die ich jetzt hier getroffen habe mit der Einteilung, auch die, die von Domke so vorgeschlagen wird, ist eigentlich auch die beste, nämlich halt eben, dass man rechts und links neben der Fächertasche noch Platz hat für Kameras und die Objektive dann in die Mitte reinmacht. Man kann diese Fächer, diese Polsterfächer natürlich lösen und anders einsetzen. Man könnte zum Beispiel halt eben auch nur zwei Fächer machen. Ich finde es so aber auch ganz praktisch halt eben, also sprich vier Fächer für vier Objektive oder wie in dem Fall drei Objektive und einen Blitz. Nichtsdestotrotz, weitere Erklärung, hier oben im Taschendeckel, also in der Klappe oben drauf, befindet sich hier noch einmal ein Reißverschluss mit Zugriff zu einem großen Fach. Das habe ich auch nur mal einfach beispielhaft befüllt, damit Sie sehen können, da geht überhaupt was rein. Funkfernauslöser, Handstativ, kleines Tischstativ, so. Dann ebenfalls hier noch einmal diese Gitternetztaschen. Habe ich eigentlich auch nur so befüllt, dass Sie sehen können, dass da was reingeht. Was man da reinmacht, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Die ganzen Fächer werden also auch mit Klettverschluss auf- und zugemacht. Ich habe hier jetzt einen großen Polfilter drin. Hier habe ich Reinigungszeug drin und hier natürlich meinen heißgeliebten Blasebalg. So. Vorne im Hauptfach habe ich verstaut eine Canon 5D Mark II mit dem 24-70 Zoom. Ich habe sogar noch die Zoom-Hebel dran lassen können. Ich könnte also hier auch zwei Optiken reinmachen. Ich könnte hier auch je nach Packweise, wenn ich die Kamera so versenke, auch zwei Spiegelreflex-Buddies reinmachen, hintereinander, ohne angesetzten Objektiv natürlich. Hier vorne befinden sich zwei Taschen, die auch mit einem Klettverschluss zu öffnen sind. Da habe ich jetzt hier zum Beispiel ein Ladegerät drin und einen Fernauslöser. Und mal kurz eben demonstrieren meine Hand. Also ich habe ziemlich große Hände, die verschwindet hier auch. Hier ist also richtig Platz auch drin. Das gleiche dann nochmal auf der anderen Seite. Auch hier Stativschelle, der Promote Control und zwei Akkus. Also hier ist noch Platz ohne Ende. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, was da alles rein soll. Aber Sie wissen es wahrscheinlich. Dann hier an der Seite noch einmal ein Fach, auch mit Klettverschluss verschlossen. Da habe ich zum Beispiel einfach jetzt wie im Winter hier unsere Kamerahandschuhe drin. Dann auf der anderen Seite auch noch mal ein Fach. Dachte ich mir, Mensch, nur die Spiegelreflex reicht nicht, nimmst du nochmal die kleine Sony Nex mit dem Zoom-Objektiv, die hier so im Prinzip eigentlich fast verschwindet. Die muss man fast mit der Taschenlampe suchen, wenn die hier drin ist. So viel Platz ist hier noch drin, also auch hier Platz ohne Ende. Dann auf der Rückseite. Und das ist natürlich jetzt hier irgendwie so ein Gimmick, das heißt nicht ganz ernst gemeint, aber ich wollte es nur mal zeigen, dass es geht. Hier hinten befindet sich noch einmal ein Fach. Ich gedacht, okay, wenn du unterwegs bist, hast die 5D Mark II dabei, aber was ist denn wenn? Also ich habe jetzt hier nochmal eingepackt den Nikon D200, dann eine Pentax K200 und da habe ich mir gedacht, Mensch, nimmst du den Nikon D60 auch noch mit? Damit wirst du ja eigentlich einigermaßen weit kommen. Also wie gesagt, hier passt Stoff rein ohne Ende. Leg die mal eben auf Seite. Diese Tasche also auch hier auf der Rückseite verschließbar mit einem Reißverschluss. Oben drauf befindet sich dann der Tragegriff, also einmal die Option hat eben die Tasche über die Schulter zu tragen mit dem innen gummierten Tragegurt und außen dann nochmal hier ein Tragegriff, der mit vier Karabinerhaken gesichert ist. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich die Tasche zumache, habe jetzt alles mit 15 DSLRs und 23 Kompaktknipsen und so weiter und so weiter, dann könnte ich ja eigentlich hier oben, weil hier so wahnsinnig viel Luft drin ist und ich die ja sowieso schon abmachen kann, die Griffe, könnte ich ja eigentlich noch von außen ein Stativ mit transportieren. Ich habe mir gedacht, nimmst du das Stativ, baust es zusammen, legst es einfach oben drauf,
dann macht man hier einfach den Griff wieder drüber, verschließt das einfach und hat genug Platz, hier die Tasche dann einfach so zu tragen, wie man das sehen kann. Stativ, aufgrund der Gummierung des Stativs selber, kann nicht hin und her rutschen. Es kann natürlich rausfallen, ist klar, wenn ich das extrem kippe. Aber in der Regel für den Transport ist das eine ziemlich sichere Angelegenheit. Das Stativ bringt ja auch ein gewisses Eigengewicht mit. Das funktioniert. Ob das jetzt von Dompe so geplant ist, keine Ahnung. Ich habe keine Information darüber finden können. Das nochmal so als Gimmick von mir. Der Griff selber, der hält also das ganze Gewicht locker aus, was hier drunter ist. Wenn Sie also das jetzt die Dompe nicht mit dem Tragegurt tragen wollen, der ist hier nochmal innen verstärkt. Das ist also richtig versteift hier, da kann man auch nichts durchbrechen. Der Griff, der hält das locker. Auch wenn ich jetzt hier mit einem Finger, biegt sich nicht durch, ist also eine ziemlich stabile Angelegenheit. Ja, das ist also die Tasche, die mich hier zur Verzweiflung bringt, wenn ich sie befüllen muss. Die Dompe F1X. Ich denke mal, also mit der Tasche, da bekommt man wirklich alles rein.